Herzlich willkommen zurück zu PK, mein Gaming-Kanal auf YouTube, wo wir weiter meucheln und morden, hier bei Hitman Nr. 3. Und ich habe den Butler gefunden, deswegen fragen wir ihn mal. Wir sind hier mitten in einer Ermittlung. Zachary died around 10 o'clock last night. That means the start. Letzten Abend um 10. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. Leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. Before you ask, no, I do not have an alibi. Aha, dann war es der Butler. In my office. Nein, das wäre zu offensichtlich. Jawohl, nehme ich gerne. Aha. This is very useful information, 47. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Okay, wir müssen einen Mord lösen. Oh, das ist ja richtig cool. Okay, Gregory Carlyle, Edward, Rebecca, Emma, Patrick. Okay, dann fragen wir mal Patrick. Patrick Carlyle, hä? Kleiner Sohn. Interessant, wo finde ich den Kollegen denn? Wir lösen einen Mord. Wir sind Sherlock's 47. Ah, komm schon. Wir lösen jetzt den Mord hier super locker flockig. Dann die Belohnung ist, dass wir unser Ziel killen dürfen. Das finde ich so cool. Das ergibt zwar ein wenig Sinn, wenn man mal einen Moment drüber nachdenkt, aber ich finde es trotzdem super cool. Ja, ich meine, die Belohnung ist, ich bringe sie alleine und unbewacht zu dieser Tuse. Oder der Plot-Twist, den ich vorher gesehen habe, kommt immer noch. Was haben wir hier? Ist jemand drin? Labert da irgendjemand? Redet da irgendwer? Ah, gucke. Guten Tag. Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Jesus, that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Yeah. Elaine, give us some privacy, would you? Aha, alles klar. Sie hat ihren Besen zurück in ihre in ihr schwarzes Loch, portables schwarzes Loch zurückgesteckt. Okay. Ich frag dich mal nach Zack. Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. Lebt in einem Museum? Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary. I think I'll get back to my slow death by boredom. Nein, das war noch nicht alles. Anything suspicious last night? I reckon Zachary topped himself. I know I would. Okay, er glaubt, der Butler könnte es gewesen sein. Ja, aber nur, weil er ihn nicht mag. Okay, danke. Toll, der fragt mich zweimal, okay, war das alles? Und beim dritten Mal, nachdem es dann wirklich alles war, der läuft er einfach weg und fragt nicht mehr. Kleine Göre. Kleiner Wichser, ey. Und was, wenn ich dann einfach weggelaufen wäre? Hätte er dann die ganze Zeit da gestanden und gewartet? Eigentlich möchte ich es mal testen. Für einen zweiten Playthrough. Denn ja, ich wollte schon die ganze Zeit über den Plan reden, über die Pläne für diese Serie. Und zwar werde ich das Spiel immer mehrmals durchspielen, ne? Immer in einer Reihe. Okay, den kann ich killen, aber das will ich nicht. Das ist ein Guard. So. Wo ist denn der Typ? Ist das hier vielleicht einer, mit dem ich reden sollte? Nein? Ich muss hier keinen Cockblock machen, sehr gut. Was mit dem? Nein, der auch nicht. Ah.
Rosie, you need to forget about Patrick. Okay. Also, er hat gesagt, mit der Tante ist er rausgegangen. Chris, he treated me like shit. All he wanted to do was play his stupid video games. Aha. Any romance. I deserve romance. Ja, ja, ja. Hello. Rosie, hallo, Rosie. Tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? No, nee, 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 nee. I spent the evening with Patrick. Okay. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. Alles klar? He said he needed someone real to talk to. Uh-huh. When he looks at you, it makes you feel like the center. Okay, also die Tose ist voll verliebt. Okay, sehr verliebt. Oh je. He's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Okay, das ist die mütterliche Kollegin. No, no, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. Mm-hmm. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right, natürlich nicht. Natürlich nicht. She's going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. Okay, das heißt, mit der bin ich jetzt auch fertig. Gut zu wissen. Dann kann ich jetzt hochgehen zu den Zimmern der Kinder. Kann die mal ausfragen. Das ist so cool. Also natürlich, wie gesagt, in weiteren Playthroughs, also ich spiele immer die Story durch und dann gehen wir nochmal jedes Level einzeln an. Auch größtenteils in der Reihe, es sei denn, ich habe gerade eine richtig gute Idee, die ich hier ausführen möchte. Aber in diesem ersten Playthrough ist das mein erster Playthrough und das bleibt auch mein erster Playthrough und alles, was hier passiert in diesem ersten Playthrough, ist real und ich werde auch versuchen, mein Speichern in der Zukunft ein bisschen zu limitieren, ein bisschen einzudämmen. Da kam dann noch ein bisschen viel davon, aber das ist nicht weiter schlimm. So, ich glaube, ich habe das Layout von dieser Bude so langsam halbwegs drauf. Okay, sehr gut. Oh, die ist verschlossen. Schade. Also irgendwie muss ich da reinkommen. Okay, hier bumsen die wieder ein bisschen und hier ist ja dieses Zimmer. Also, nee, Bathroom. Und das ist auch abgeschlossen. Scheiße. Dann muss ich ja irgendwas finden, mit dem ich Türen aufschließen kann. Warum gibt er mir keinen Generalschlüssel oder sowas? Na, ficken. Wo kriege ich denn jetzt so eine Stoßstange her? Brechstange, Verzeihung. Ist irgendwie im Keller oder so? Gibt es hier so eine Garage in der Bude? Eine relativ alte Bude, ich gehe nicht davon aus. Ich glaube, hier kann ich auch nicht raus. Oh, doch, kann ich. Ach du Scheiße, stimmt ja. Es gab hier noch einen äußeren Teil. Jesus, ficken, ey. Alles klar, also hier sind Autos. Das heißt... Okay, es sind also Schaufeln. Also jeder weiß, dass die Tose nicht tot ist. Das ist gut. Also ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, was ihr Plan ist. Ich gehe mal davon aus... Ja, ich gehe mal davon aus, die will einfach sich jetzt erscheinen lassen. Deswegen gehe ich auch voll davon aus, dass selbst wenn ich diesen Mordfall jetzt hier löse, dass ich keinen Deut weiterkomme, weil die Tose es einfach erwartet. Dass ich das bin und nicht wirklich dieser komische Detektiv. Weil wenn sie es nicht erwartet, nachdem sie sich so öffentlich gemacht hat und schon Bescheid weiß über mich, ja, dann ist sie ein bisschen dumm, ist die Sache. Dann ist sie ein bisschen dumm. Aber ich finde hier keine Brechstange oder ähnliche Implemente. Vielleicht ja hier in diesem extrem gigantischen Garten. Heiliger Scheiß, ey. Du musst nicht schleichen, Kollege. Okay. Hier sind einzelne Dinge, das hier ist, ja, könnte auch hilfreich sein, mal gucken. Nicht für die Tür, aber vielleicht für irgendwas anderes. Hier ein Gartenhaus, das klingt doch gut. Wo sollte eine Brechstange sein, außer einem Gartenhaus? Ah, Scheißdreck. Ah, Scheißdreck. Hier kommt man natürlich auch nicht rein. Ah, hier, eine Brechstange, wunderbar. Das ist doch das, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. So, jetzt kann ich hier nämlich die Scheiße aufbrechen, ey. Oh, pass auf, das wird nicht natürlich, das wird mich natürlich sehr auffällig machen. Deswegen werde ich nicht hier reinbrechen, aber ich werde dorthin zurückgehen, wo ich hin muss und werde dann dort einbrechen.
So, ich bin hier angekommen. Sie scheinen sich jetzt gerade zu verziehen. Interessant. Mhm. Du stehst leider gerade ein bisschen unglücklich, Tante. Ich guck mal nach einer anderen Türe, durch die ich durch muss. Ich glaube, die war noch ein bisschen besser verdeckt. Auch wenn ich nicht mal weiß, wo die ist. War nicht hier irgendwo? Ja, hier. Aber auch da kann mich der Pisser jetzt sehen. So, ich weiß nicht, ob er das sieht. Deswegen versuche ich es mal jetzt mit Speichern. Nur gucken, ob er das sieht. Das kann ich... Okay, er hat es nicht gesehen. Sehr gut. Dann habe ich diese Kenntnis ab jetzt. Schlecht ist, die Tür geht nicht mehr zu, logischerweise. Und irgendwann wird jemand kapieren, dass jemand hier eingebrochen ist. Das war nicht so schlimm. Ich habe nicht mal Trespassing. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Aha, das heißt, sie kann es nicht gewesen sein, weil sie nämlich ein Alibi hat. Aha. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Wo kann man hier reinpiepen? In irgendein Zimmer? Gut zu wissen. Boah, ich weiß nicht, welches Zimmer das ist hier. Aber auf jeden Fall ein Geheimgang. I feel completely blindsided here. I have no idea what's going on. It's all gone. Oho. No, she's calm as ice. It's just not natural. Nobody's that calm. It's gonna end in murder, I'm telling you. Da hast du absolut recht. Nur die Frage ist, wer wird hier wen töten? Hier darf ich nicht rein, wa? Die Frage ist, wie kommt man von hier aus schnell dahin, wo der Mord geschehen ist? Ich glaube, hierüber schafft man das nicht. Vielleicht könnte man aus dem Fenster gehen. Ja, mal schauen. Hier rein. Hier ist das Fenster nämlich auch offen. Dann schauen wir mal. Gehen wir mal rein. Und wo sind wir jetzt? Das ist Rebeccas Room. Alles klar. Ja. Sehr gut. Gut, dass ich das geklärt habe. Und weiter kommt man hier vielleicht? Guck mal, man braucht schon eine gute Balance dafür. Also so einfach mal so macht man das nett. Aber showy. Wo sind wir? Vor Rebeccas Room. Sehr gut. Und jetzt, wenn wir jetzt hier noch weitermachen. Also ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt noch irgendwie realistisch ist. Aber man kann ja trotzdem mal gucken. Ah, guck mal, da kann man noch hochklettern an der Röhre. Das ist gut zu wissen für weitere Playthroughs. Aber bewegt sich ja jetzt doch stark im Bereich des Unrealistischen. Aber vielleicht komme ich von hier aus dann weiter in dieses andere Gebäude. Guck mal, wo führt mich das denn hier hin? Zu irgendeiner Brücke? Mein Gott, ey. Gut, aber hier komme ich nicht mehr weiter. Doch, ich kann mich hier hochhangeln. Ja, wo führt denn das hin? Ich will mal gerne gucken, wo das hinführt. Wenn sie das machen würde, während sie in einem Conference-Call sich einfach irgendwie auf Mute hat oder so, weil irgendwie einen halbstündigen Vortrag hält. Also eine halbe Stunde kriegt man locker hin hier, das alles. Aber... Ja, damit kommt es halt trotzdem nicht weit. Also ich guck mal, ob ich jetzt die andere Tür aufbrechen kann. Das geht ja eigentlich ziemlich schnell. Die war hier irgendwo. Hier, ne? Richtig. Und die sind da schon wieder am Turteln. Und jetzt verziehen die sich schon wieder. Und jetzt putzt die wahrscheinlich wieder, ne? Ja, ficken. Warte mal. Ich glaube, ich kann mal irgendwas hinschmeißen. Einmal so eine Münze oder sowas. So, hier. Zack, Trinkgeld. Okay. Ja, was war das denn? Seltsam. Und jetzt machen wir einmal so schnell. Und dann sind wir drin. So.
Walking Cane, interessant. So, in wessen Raum sind wir jetzt eigentlich? Bin mir nicht ganz sicher. Aber wir werden es herausfinden. Ach, guck mal, doch, hier. Genau hier wäre ich rausgekommen. Letter Opener, gut zu wissen. Was liegt hier? Letter from Emma's Mother. Now this is interesting, 47. Mhm. A letter from Emma's Mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. Oho. Plot thickens. Ohoho. Mhm. Interessant. Also, Emma und Gregory haben anscheinend Zachary getötet. Alexa und Zachary sind der Bruder. Boah, ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll, ey. Familiendrama, ich weiß gar nicht, wer diese Leute sind. Was muss ich denn jetzt noch untersuchen, ist die Frage. Boah, bin ich froh, dass ich das so... Questions, Alibi confirmed. Rebecca haben wir Alibi confirmed. Dann haben wir Edward, Gregory. So, mein Gott. Zachary's Room, 5 von 6. Emma und Gregory's Room, 1 von 4. In Rebecca haben wir auch nur 1 von 2. Und dann haben wir noch Office of the Butler. Storage Room, alles klar. Dann suchen wir mal durch Emma und Gregory's Room ein bisschen weiter durch. Vielleicht finden wir hier noch weitere Dinge zum Finden und zum Suchen und zum Dinge sein. Also hier kann man wieder irgendwas reinpacken. Da ist irgendein Kamin. Hier im Schrank ist irgendwas drin. Im Bad vielleicht. Also viel gibt es hier nicht zu erkunden. Vielleicht auf dem Balkon. Hier wird ja wohl keiner sein. Hier wird ja auch wohl nichts sein. Guck mal, da hinten liegt irgendwas. Was ist das denn? Ich weiß nicht, ob ich den Weg lang gehen sollte. Das ist das Einzige, was hier gerade raussticht. Ja, da liegt noch was am Boden. Ich will noch was zum Aufnehmen. Greenhouse Keychain. A keychain pendant for the greenhouse. Aha. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? Interessant. Also wir haben den Schlüssel zu diesem Gewächshaus gefunden. Das ist gut zu wissen. Ja, ich frage mich, ob ich hier wirklich einen Propantank hinbringen muss. Das wäre schon hardcore, muss ich sagen. Richtig hardcore. So, der Letter Opener. Ja, ist dann, ist nichts Wichtiges. Dann haben wir hier noch die Kacke gehabt. Ja, 2 von 4. 4 Clues soll es hier drin geben. 4 Stück. Junge, Junge. Warte mal, vielleicht sollte ich meine Kamera mal rausnehmen. So. Okay. So. Was soll hier gescannt werden, frage ich mich. Ne, ja, die Dinger auch nicht. Ein Handy. Soll ich das Handy nicht einfach mal irgendwie nehmen? Ne. Irgendwas muss ich hier analysieren. Methode? Walking Cane. Hm. Ich darf das nicht nehmen, aber ich darf damit herumlaufen. Ist das ein Clou? Ja, guck mal, das ist ein Clou. Warum ist das ein Clou? So. Bulldog Cane. An old cane with a knob shaped like the head of a bulldog. Cool. Dann fehlt uns ja jetzt nur noch ein Clou. Und den sehe ich jetzt wirklich nicht mehr. Außer noch im Schrank. Checken wir mal das andere Büro noch genauer durch. Spielname ist Hitman und ich verbringe die ganze Zeit damit, durch Räume zu laufen und Gegenstände zu finden. Die eine Mordesverschwörung weiter voranbringen. Ist das nicht aufregend? Ich finde das aufregend. Ich finde das super cool. Ich sollte mal so ein Sherlock-Game machen. Das wäre super cool. Okay, ich glaube, hier habe ich eigentlich auch schon relativ gründlich gesucht.
meine Kamera noch da rausgepackt. Also lass mal abchecken, was wir hier so finden. Also eine Akte voller Dateien und ich kann sie nicht nehmen. Interessant. Ein Tagebuch und ich kann es nicht nehmen. Das sind alles so Dinge, die... Ah! Wusste ich's doch. Ah, ein Notizbuch. Dieses Notizbuch. Dieses Notizbuch. Kann man scannen. Okay, also die kann man relativ gut ausschließen. Alles klar. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Wo kann ich noch hin? Da steht ja auch, wo man hin kann. So, Fernsby's Office, Storage Room. Dann das Greenhouse. Alles klar, dann gehen wir mal in das Office des Butlers. Storage Room, the Staff Quarters, the Ground Floor of the Mansion. Also, runter müssen wir. Runter. Runter auf den Boden. Fantastisch. Und zwar so weit runter wie möglich. Gibt es hier noch weitere Treppen? Ne, stimmt ja. Ground Floor. Jetzt muss ich nur noch den Storage Room finden. ne, hier geht's raus. Das ist... Ah, hier genau. Hier ist ja diese Bücherei. Wo der Wichser gerade Billard mit sich selbst spielt. Ich meine, es sei ihm gegönnt. Ist ihm wahrscheinlich furchtbar langweilig. Furcht. Aber stellen wir mal ein Zeitlimit von 35 Minuten. Also ab jetzt. Nicht ab jetzt, sondern ab da. Open Staff Room. That is the door to Mr. Fernsby's office. Aha. Wunderbar. Machen wir auf. Zack. Und hier ist was. Sagst du was dazu? Nee. Also, was steht da? Mhm. Ein Fotoshoot, der heute stattfinden sollte. Was haben wir hier? Mansion, was? Fire Poker? Ja, ist nur so eine dumme Waffe, bringt nichts. Mansion Master Key. Holy shit. Dann sollten verschlossene Türen für uns ab sofort gar kein Problem mehr sein. Und das finde ich gut. Das ist richtig, richtig gut. Ein Golfschläger. Wunderbar. Ja, kann ich auch mitnehmen, wenn ich Bock habe. Aber habe ich irgendwie keinen Bock dazu. War das schon alles, was es in Mr. Fernsby's Office so zu finden gibt? Einer von dreien. Okay, dann muss ich wohl die Kamera auspacken. Nicht die Waffe. 47, nicht die Waffe. Chill mal dein Leben. Brudi. Muss einfach nur eine Weile chillen. Und dann ist alles gut. Interessant. Ich dachte eigentlich, man könnte dieses Bild da scannen. Okay, die Scannerei ist da noch ein bisschen... Ja, ein bisschen nervig, sagen wir es mal so. Wenn man nie vorher weiß, was ist jetzt scannbar und was nicht. Wenn scannbare Dinge irgendwie noch leuchten würden, fände ich das gut. Weil so ist das halt irgendwie ein bisschen hin und her in der Ecke suchen. Und absolut nichts finden. Und angeblich soll es hier drei Hinweise geben. Sehr interessant. Also, den Spiegel kaputt machen. Nein, das ist dumm. Das ist richtig dumm. Den Spiegel kaputt machen. Oh, aha. Zachary's Diary. Aha. This is big. Was steht da drin? He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. Oh, ein Kollege. The handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Mhm. Das ist schon ziemlich gigantisch, muss ich sagen. Ziemlich gigantisch. Größer Beweis. Was wissen wir denn über Alexa so? Was wissen wir so über Alexa? Suspects. Gar nicht. Interessant. Also, wir können natürlich noch eine Sache finden. Okay, ich muss irgendwas über Alexa finden, aber wo finde ich was über Alexa?
Vielleicht ja im Gewächshaus. Dann gehen wir mal nach draußen. Und gucken, was wir im Gewächshaus finden. Weil jetzt haben wir den Schlüssel dazu. So. Mann, das ist ein gigantisches Anwesen, ey. Also hier kann man auch mal eine gute Zeit verbringen. Ich meine, wer braucht denn hier diese ganze Scheiße? Es braucht doch niemand. Das steht auch den größten Teil immer nur leer. Ja. Oh, Person hat Probleme mit Situationen. Das passiert sehr oft. Sehr oft. Und ich finde, es ist schade für die Person. Natürlich kann man nichts anderes sagen. Aber es ist nichts unbedingt, wo man jetzt ein großes Problem draus machen sollte. Finde ich zumindest. Okay, schauen wir mal. Schließen wir die Türe auf und treten wir hinein. So. What? Okay, vielleicht die andere Seite? Vielleicht Back Entrance Key? What? Wir haben einen Schlüssel gefunden, Mensch. Greenhouse Key Chain. Ah, scheiße. Der Schlüssel ist weg. Fuck, dann muss ich hier rein. Wer kann mich von hier aus sehen? Nur der Kerl. Ich probier's mal. Oh, ficken. Alles klar. Das war dann doch ein bisschen zu nah. Mal gucken, ob er das sieht. Das kann ich... Okay, er hat's nicht gesehen. Sehr gut. Dann habe ich diese Kenntnis ab jetzt. Habe ich diese Kenntnis ab jetzt? 21:27, das ist gut. Das war genau jetzt gerade. Vor wenigen Momenten muss das gewesen sein. Aber definitiv, bevor ich hier die Kacke geknackt habe. Ja, schon ein gutes Stück vom Gewächshaus weg. Gut, also, wenn der Schlüssel zum Gewächshaus entfernt wurde, kann man nur davon ausgehen, dass im Gewächshaus irgendwas Wichtiges drin sein muss. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich eine der Türen aufbrechen werden muss, um zu gucken, wie ich dieses Gewächshaus mal untersuchen kann. Jetzt muss ich schauen, dass ich das nicht unbedingt in der Nähe von diesen Wichsern hier mache. Aber irgendwie sitzen an jedem Eingang irgendwelche Sacknasen. Kann ich mit ihm reden? Nein, ist nur irgend so ein Butler. Ich gehe mal stark davon aus, dass wieder nur das Einbrechen selber verboten ist. Aber das drin herumlaufen nicht. Was ein bisschen dumm ist, aber ich kann es verstehen. So, der Wichser steht jetzt gerade da für eine Weile. Kann ich dem eine Münze zuwerfen? Ja, geh mal da hin. Stand back, please. I will investigate. Okay. Okay, good. I'll just stay right here. Glück. Ficken! Wer denn? Wer? Der da? Wie denn? Oh mein Gott. Die 35 Minuten kommen so langsam nahe. Gewächshaus noch schaffe, aber eigentlich muss ich das Gewächshaus noch schaffen. Ich habe so langsam das Gefühl, ich muss den Wichser, der da bewacht, loswerden. Wie mache ich das am effizientesten? Weil der Wichser, der bewacht, wird ja auch nochmal bewacht. Wie soll ich die denn beide loswerden? Hier ist eine Lockpickette oder so. Warte mal. Das ist doch gerade meine Gelegenheit. Auf geht's. Er hat's gesehen. Der da. Oh. Das ist doch scheiße. Der da, der Kart ums Eck kommt. Und jetzt sieht das wahrscheinlich nimmer. Jupp, jetzt bin ich drin. Das Timing ist wichtig. So, was haben wir hier drin? Aha, wir haben ein Radio. What the fuck? Willst du mich verarschen? Das war verdächtig, ein Radio anzumachen? Oh mein Gott. Nee, das lasse ich nicht durchgehen. So, der Typ muss sich jetzt umdrehen, dann komme ich hier auch rein, klack. Nur um es den Scheiß noch zu sparen, speichere ich hier nochmal. So, weil ich habe hier kein Trespassing. Das Einzige, was irgendwie verdächtig war. Hm. Ich kann es reparieren. Warum sollte ich das tun?
Poisonous Flower. Oh. Oh, ich kann Gift herstellen. Interessant. Ohohoho. Hohoho. Also ich sehe gerade eine Gelegenheit, den Mord, den ich verüben werde, auf jemand anderen zu schieben. Ja, ja, ja. Oh, ein Boot. Schick, schick. Ja, höchst interessant. Höchst interessant. So, ich hoffe mal, die Türen bleiben jetzt auch offen, aber ich glaube nicht, dass sie das tun. Und die Tür bleibt für immer offen, die kann nicht mehr zugemacht werden. Okay, aus welchem? Aus Emma und Gregory's Room, ne? Da habe ich das gefunden. Okay. Also das zeigt dann doch irgendwie alles auf Emma, ne? Dann sollte ich mal mit dem Butler sprechen. Ich bin mir relativ sicher, dass das Emma gewesen sein muss. Weil die hatte den Zugang zum Gift, die konnte das selber herstellen. Sie hatte einen Grund. Was war das, ja? Copy-Case-File, wo war das? Hier, Fernsby's Office. Ne, Alexa. Mhm. Interessant, Alexa. Warte mal. Wer ist mein Ziel? Ist es Alexa Carlyle? Alexa Carlyle. Ach du Scheiße. Warte mal. Ja, sie kann das natürlich platziert haben. Okay, sprechen wir mit Rebecca. Spent the last week at her Cypress estate. Am I right? I'm not at liberty to say, ma'am. Oh, come on. I need to know what's going on. Die sind immer noch komplett geflasht davon, dass sie keine Ahnung hat, warum ihre Mutter tot erklärt wurde. So, ich möchte gerne mit Ihnen sprechen, Frau. Can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Ja, ja, ihr merkt euch nicht. Halt die Fresse, was ist jetzt? Beantworte doch meine Frage. Disappeared straight after dinner. Mhm. Aber der war weg mit der Tante. Mit so einer Freundin. Mhm. Mhm. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. Mm-hmm. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about okay. She did act a bit strange. Okay. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Yeah. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Mm-hmm. Is everything, Mr. Whitmer? I did have a lot to see to. Tell me about Zeki. Mal Zeki. Was mit dem passiert? Strange last night. You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Mm-hmm. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. Mm-hmm. I didn't think he had any friends. Wahrscheinlich er selbst. Anything else you want to ask me? Mm-hmm. Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby mm-hmm. leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Mm-hmm. Please be kind to Edward. He can only take so much. Okay, Edward ist gerade überhaupt gar nicht in meinen Dingen. Kirchens. Ich gehe davon aus, das war Emma oder es war Alexa selber. Dafür muss ich jetzt mit dem Butler sprechen. Dann tun wir das mal. What about restaurants? You like food? I know some great places. You should come visit. I'll take you somewhere really nice. Okay, die flirten schon wieder. Alles klar, und hier ist der Butler. Gut, dann werde ich den nächsten Part mal ansprechen und wir werden ihm unsere Theorie vorstellen. So wie wir das irgendwie tun können in diesem Spiel. Oh, lauf nicht weg. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, schaut auch weiterhin zu. Wenn nicht, ja, dann schade. Aber trotzdem danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, der Rest von euch, ihr wisst, was zu tun ist. Ich bin Antilaya, macht's gut. Bis dann. Tschüss, tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Hitman 3. Tschüss.